Hallo. Wir hatten noch ein Gespräch offen. Commander? Das ist wieder nur, wie die Mission steht, ne? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Uns steht ein schwerer Kampf bevor. Flotten aus KI-Schlachtschiffen? Die schon dutzende Male alles Leben hier ausgelöscht haben? Ich glaube, unsere Chancen stehen ziemlich schlecht. Wollte ich mal nicht sagen. Wir haben einen Vorteil. Wir wissen, dass sie kommen und wir wissen, was sie vorhaben. Ich habe nicht vor, einfach aufzugeben und zu verrecken, Skipper. Mach dir da mal keine Sorgen. Aber ich bin Infanterist. Gegen die Reaper wirkt mein Gewehr, als würde ich sie mit Wattebäuschen bewerfen. Für mich gibt es in diesem Krieg keinen Platz. Und das kotzt mich an, dass ich nicht zurückschießen kann. Ja, du wirst schon schießen können. Wir unterhalten uns später, Williams. Ich freue mich schon darauf, Skipper. Okay. Ich vermute einfach mal, dass die richtige Aktion ist, auf die Sternkarte zu schauen. Weil wir müssen ja zum Portal fliegen. Denke ich. Und das wird dann bestimmt da irgendwo angezeigt werden. Schauen, ob ich diesmal einigermaßen richtig laufe. Ja. So, Zitadelle, rauszoomen. Rauszoomen. Können wir da hier so hin? Wollen wir da hin? Müssen wir nicht das komische Portal? Oder ist das hier immer, ist das Portal genannt? So, wir haben ein paar Planeten. Also Ilios wollen wir hin. Erstmal die anderen Planeten. Das wird wahrscheinlich ein Gasriese sein. Ja, Wasserstoff, Helium gegant. Dann haben wir hier drin Agedoton. Da ist es ein bisschen warm, 500 Grad, 510 Grad. Im sogenannten goldenen Zeitalter der Proteaner war Ilios eine grüne Welt mit Städten voller architektonischer Meisterwerke. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ursache, Oberfläche zerstört. Wütende Blitze, aber 38 Grad, das hört sich super an. Skipper? Ist das eigentlich so schlecht, wenn ich Skipper genannt werde? Aber sind wir jetzt bei einer Rebellion? Bin ich da nicht mehr der Commander? Du musst mich nicht so nennen. Ich bin jetzt ein Verräter. Und ich sollte diese Uniform wahrscheinlich nicht mehr tragen. Wir mussten das tun, Shepard. Das wissen Sie. Es gab keinen anderen Weg. Und für mich werden Sie immer der Skipper sein. Oh, Captain. Mein Captain. Ach, wie schön. Zuerst Alfred Tennyson, jetzt Walt Whitman. Du bist voller Überraschungen. Mein Vater liebte diese pralle Poesie. Meine Mutter bevorzugte hingegen Plath. Ich bin keine Frau des Wortes, Shepard. Andere Leute können meine Gedanken besser in Worte fassen als ich. Wir sind Meuterer, die mit einem gestohlenen Schlachtschiff in das gefährlichste System der Galaxis fliegen. Betrachten Sie uns einfach als die besten und klügsten Menschen. Okay. Ich sage mir immer wieder, dass wir das Richtige tun. Allerdings glaube ich mir nicht so ganz. Dann glauben Sie mir. Sie tun das Richtige. Der Tod schließt alles ab. Doch etwas vor dem Ende, ein Werk von edlem Ruf, kann man noch tun, das nicht unwürdig ist der Männer, die mit Göttern stritten. Wir kommen wieder nach Hause, Shepard. Ich glaube, dass du uns da durchführst. Oh, Captain. Mein Captain. Das wäre... Ist unten das nicht immer das ein bisschen nicht ganz so nette? Ist mein Rang alles, was du siehst, wenn du mich ansiehst? Nein. Ich sehe einen starken, leidenschaftlichen Mann. Mit einem tollen Hintern. Es gibt Regeln, die uns das untersagen.
Weißt du das? Bist du bereit, mit den Konsequenzen zu leben? Ich habe mein ganzes Leben gekämpft, um das zu kriegen, was ich haben wollte. Und dafür musste ich auf viele Dinge verzichten. Während der ganzen Zeit hatte ich nicht einmal das Gefühl, dass ich das, worum ich kämpfte, auch verdient hätte. Okay. Bei dir fühle ich mich jedoch gut. Sind ja eh schon Meuterer, dann können wir darauf her pfeifen, ne? Schlaf heute Nacht hier, Ash. Bei mir. Tapfere Worte, Shepard. Das gefällt mir. Na? Dies ist kein Wettbewerb, Ash. Ich mache dir nichts vor, Shepard. Aber du wirst es schon noch lernen. Nicht schlecht. Das gibt dem Runter- und 20 Liegestütze eine ganz andere Bedeutung, was? Mhm. Würdest du die Augen verdrehen, wenn ich zugebe, dass ich zum ersten Mal seit Monaten das Gefühl habe, dass mit der Galaxis alles in Ordnung ist? Ja. Brücke an Commander Shepard. Wir erreichen in 5 Minuten das Mu-Portal. Die Pflicht ruft. Geh auf die Brücke, Skipper. Ich muss erst noch die anderen Waffen überprüfen. Hey, Shepard? Was immer da unten passiert, da wollte ich vorher nur noch sagen... Warte, weißt du was? Ich sag's lieber nicht. Wenn du das wirklich hören willst, dann musst du schon zu mir zurückkommen. Jetzt Mu machen. Werden wir wieder abgeschossen, ne? Commander, wir haben Besuch. Haben Ihre Sensoren uns schon erfasst? Die Tarnsysteme sind aktiv. Solange Sie uns nicht sehen können, wissen Sie nicht, dass wir hier sind. Ich habe ein paar seltsame Aufzeichnungen von der Planetenoberfläche. Bringen Sie uns runter, Joker. Folgen Sie den Koordinaten. Das geht nicht, Commander. Die nächste Landezone ist 2 Klicks entfernt. Zu Fuß werden wir es nicht rechtzeitig schaffen. Bringen Sie uns näher ran. Näher geht es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Mit dem Marco absetzen. Für eine solche Landung brauchen wir mindestens 100 Meter freie Fläche. In Sarens Nähe gibt es nur 20 Meter. 20 Meter? Das reicht nicht, um runterzugehen. Wir müssen es versuchen. Wir müssen eine andere Landezone finden. Es gibt keine andere Landezone. Der Landewinkel ist zu steil. Das ist unsere einzige Chance. Das ist keine Chance. Das ist Selbstmord. Wir können nicht... Das kriege ich hin. Joker? Das kriege ich hin. Etwas Beeilung und runter zum Marco. Joker, setzen Sie uns direkt vor seine Füße ab. Ja. Wollte gerade noch sagen, diese Sexszene in Anführungszeichen, so viel war ja nicht zu sehen. Da gab es damals dann echt so einen Bericht, ja, das Spiel ist total sexistisch, der Shepard nimmt sich einfach alle Frauen und es geht nur um Sex, dass das jetzt 1% des Spiels ist. Und im anderen es um Rollenspiel und Kämpfen geht. Ne? Das ist dann wieder... nicht so beachtet. So, ich nehme mal den Wax wieder mit. Und den ergänze ich dann hier durch die Tali. Dann haben wir wieder was schön ausgeglichen. Dann kann ich dem Wax auch zeigen, dass ich nicht mehr sauer auf ihn bin. Okay, ich glaube, die Tür ist zu. Wir müssen in diesen Bunker hineinkommen, bevor Saren die Röhre findet.
Diese Tür kann man nicht mit brutaler Gewalt überwinden. Aber Saren hat sie irgendwie geöffnet. Irgendwo in diesem Komplex muss es so etwas wie einen Sicherheitsschaltpunkt geben. Wir müssen einen Weg finden, ihn wieder zu aktivieren. Okay. Speichern kann ich gerade nicht. So, da wir hier nicht durchkommen, muss es logischerweise in die andere Richtung gehen. Wir steigen erstmal ein. So, hier jetzt drehen wird spannend. Und ich sehe auf jeden Fall noch weitere rote Punkte. Hoffentlich muss ich hier überhaupt durchfahren. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch, ne? Oh, hallo. Bist du tot? Jo. Eigentlich war das ja wieder recht offensichtlich. Da ist dann halt so ein Widerstand, dass man nicht durchfahren kann. Deswegen glaube ich schon, dass Laufen richtig ist. Oh. Wobei das hier natürlich mit dem Kampfläufer, mit dem Marco, deutlich einfacher wäre. Ja. Jetzt seht ihr dein Schild natürlich wieder auf. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ihr könntet mir mal helfen. Halt mal langsam mal schießen, damit er nicht überhitzt. Haben wir noch einen zweiten von der Sorte? Schießen wir? Da hinten auf den einen. Kisten mache ich danach. Komme ich hier rum? Oder ist er irgendwo anders? So, das war von hinten. Kiste. Ich kann es nicht lesen. Aber da steht was von... Oh, ich glaube, da möchte ich direkt mal... ja, so. Ich glaube, das war eine Rüstung, ne? Firesake 105. Ja, ich glaube, die ziehen wir mal an, ne? Hier will ich auch mal, das ist gehärtetes Gewebe 2, da kann man bestimmt was... Hier, guck mal, das ist doch schick. So, und die anderen sind ja keine Menschen. Ich schaue trotzdem mal, ob es hier irgendwas Besseres gibt. Zum Beispiel hier. Weniger Schild, nee, das nicht. Das, nö, das ist alles schlechter und für dich habe ich eh nichts, ne? Nee. Na gut. Sicher, ob es hier lang geht. Würde man gerade vermuten, dass wir hier ein bisschen nur im Kreis rennen. Sind wir gleich wieder da, wo wir gekämpft hatten, ne? Oder auch nicht. Ah, ist was Neues. Wow. Da kriege ich nicht. Bumm. Jetzt kann ich wieder nicht speichern, ne? Doch.
Ja, ich bin bald am Limit. Wo kamen wir her und wo wollen wir hin? Kann ich hier irgendwas sehen? So, warte mal. Tja. Noch bin ich nicht so viel schlauer. Ah, Fahrstuhl. Doch gedacht, so ein Raum alleine macht nicht viel Sinn. Gibt es auf jeden Fall Feinde. Ich werde bald ein Problem wieder haben mit den Sachen. Na gut, schauen wir noch mal durch. Und dann müssen wir wieder ein paar Sachen jetzt leider kaputt machen. Mache ich mal hier die 4er und 5er kaputt. Das natürlich auch in allen Bereichen. Vierer weg, Fünfer, da haben wir ein paar. Kann natürlich nicht schaden, wenn ich dann gleich mal bei den beiden nochmal schaue, dass die wirklich optimal ausgerüstet sind. Aber hier, wie gesagt, die einfachen Sachen, die kann ich auf jeden Fall zerstören. Hier auch, das braucht kein Mensch mehr. Oh, für dich habe ich keine bessere Rüstung. Du hast eine Viererwaffe. Die hat auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja, komm, gebe ich dir mal das. Was für Upgrades hast du drin? Da kann man auch was besser machen. So, Reißer nehmen wir hier. Synthetische Ziele, das ist glaube ich gar nicht mal so verkehrt. Hast du eine 5, dir könnte ich hier eine Stufe 7 reinhauen. Haben wir hier bessere Kühlkörper? Kühlkörper haben wir nur 2. Ja, machen wir mal das. Dann machen wir hier kinetische Energien, weiß ich nicht. Regeneration, weiß ich nicht. Naja, nicht wirklich. Aber wir können noch was weiteres reinhauen, ne? Genau. Ja komm, Kampfscanner. So, Pistole, hast du eine 2er? Gebe ich dir auch so eine rein. So, noch mehr machen. Hier haben wir genau, da bekommst du noch ein besseres Gewehr. Und warte mal, Schilde. Vielleicht haben wir da was Besseres. Das hört sich doch ganz okay an. Also das hier können wir zaubern. Das war ja auch der Hauptpunkt, warum wir auch hier sind. So, warte mal. Das kann sie nicht anziehen, ne. Dir gebe ich das Gewehr. Dann gebe ich dir auch das hier. Da passt noch mehr rein. Jetzt habe ich zweimal einen Kampfscanner, ne? So, und
das hier entzaubern. Entzaubern, sage ich schon. Man merkt, dass ich manchmal andere Spiele spiele, glaube ich. Das hier packen wir noch rein. Und... jo. Ja, glaube ich ein bisschen besser. So, wo hatte ich die Feinde gesehen? Ich glaube dahin. Hier komme ich nicht runter natürlich. Komme ich nirgends runter. Das wäre mal nicht so doll. Dann sind wir hier wohl doch nicht richtig, ne? Ach, ist das. Ja, das ist ja das quasi dasselbe. Der Aufzug ist wirklich nur für diese Mini-Erhebung. Weiß nicht, wo ich hin will. Ich werde einfach mal zu den beiden Punkten, die mir da vorgeschlagen werden. Ist zumindest aktuell so mein Plan. Bestimmt wieder Kisten, aber hier kann ich ja hochsteigen. Toll. Wollte ich hier hin? Ich glaube, jetzt bin ich das erste Mal irgendwo runtergesprungen, gerade wo ich es einmal eigentlich nicht wollte.